keine Ahnung, schieße ich mit der Kanone da hoch in den Turm? Ich weiß es doch noch nicht. Also ich habe hier immer noch die komische Eule ohne Kopf, ne? Okay, wir gehen noch mal hier hin. Ich brauche doch nicht die Kanone zum Abstützen, oder? Ich brauche doch bestimmt den Balken hier, ne? Jetzt darf ich nach oben. Oh, wie schön, dass hier zumindest eine Vorrichtung schon für die Kanone ist, ne? Ich habe aber kein Schießpulver. Ich habe auch nichts drin. Okay, ich feuere mit Luft auf sie? Interessant. Da muss die Tür. Oh, da fehlt noch eine, ne? Dann haben wir es endlich so weit hinter uns. Wir haben ja den Griff zum Glück gefunden. Ist das Felicias Zimmer? Oder hat sie sich hier eingerichtet? Das. Viele Künstler sind etwas plemplem, aber in diesem Fall könnte man durchgeknallt sagen. Es ist hochgradig interessant. Ohne Zahlenschloss bleibt dieser Tresor sicher, ja. Das kann man das auch sagen. Das hier ist im Übrigen das Bild aus dem ersten Teil. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach nur. Blumenstrauß, dass das einfach nur hier reingemulcht wurde. Ja, ich weiß, ich muss das hier machen. Aber nicht mehr, es sind 2 Stunden 40. Ich habe die Schnauze voll gerade. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn ich wieder die Muße finde, mich durch diese Wimmelbilder hier durchzuquälen, in denen ich nichts erkenne. Also dann, vielen Dank fürs Dranbleiben bei Puppet Show und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bye, bye. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Puppet Show, die Seelen der Unschuldigen. Und ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. Und ja, ich sehe nur, dass ich wimmeln muss und ich will nicht. Aber ich habe heute starken Kaffee. Ich habe mein, ich halte mal das Espresso-Tesla hier rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sieht man sogar von hier aus. Hier, ich jongliere das mal hier hin, ohne meine Tastatur voll zu leeren. Ja, das ist meine Espresso-Tasse, in der ich meinen guten extrem starken vietnamesischen Instant-Kaffee habe. Der besiegt jeden Standard-Espresso und wir haben im Übrigen wieder das offene Fenster im Hintergrund, denn es sind immer noch weit über 30 Grad. Yay, Thermometer. Ich habe, glaube ich, das Mikro etwas zu nah an mir dran. Sekunde, ich mache mein Mikro mal kurz aus, sonst, das war doch falsch. So müsste eigentlich besser sein. Dann bin ich nicht ganz so nah am Mikro dran und dann bin ich auch nicht ganz so laut. Thermometer, Nussknacker, Eulenkopf. Ach ja, wir kriegen das Eulenköpflein. Thermometer, Nussknacker, Eulenkopf. Da, der Eulenkopf. Das reicht doch. Kann ich da nicht einfach schon gehen? Was brauche ich noch? Einen Ball, einen Sack und Nägel. Ein Sack. Ja, da hier Thermometer, da Handglocke, habe ich keine Ahnung, ob ich die brauche, scheinbar schon, Tröte. Und meine Vögel sind im Übrigen auch noch wach, die quietschen hier im Hintergrund rum. Man hört sie zum Glück nicht, weil sie relativ leise sind im Moment. Ach da, hier Sack. Eine Yacht, eine Bürste und ein Kamm. Klar, was denn auch sonst? Eine Yacht. Ja, da ist Katze. Da, ne, ja. Wow. Verarsch mich doch. Game, bitte. Mach's doch noch weniger offensichtlich. Na, was brauch. Also, ich brauche noch eine Bürste, Süßigkeit und Schnecke. Okay. Brauche ich auch einen verschreckten, was auch immer? Ja. Nussknacker war das. Okay, eine Süßigkeit. Nimm die Zitrone. Ein Bonbon hier. Hab ich jetzt alles? Ja.
Wir haben den Eulenkopf und aber, ach ja, hier fehlte noch irgendwas. Ohne Zahlenschloss bleibt dieser Tresor für ewig gesichert. Ja, das ist vielleicht auch nicht die dümmste Idee, wenn man sein Zeug sichern will. Außer man muss selber wieder rankommen, dann ist natürlich blöd. Es fehlt ein Finger. Das ist mir egal, ich habe ein Brecheisen und kann alles auseinanderhebeln, aber ja, ist ja gut, die Logik. Und wir haben auch noch die letzte hässliche Platte, ne? Warum ist das im Game eigentlich schon wieder so laut bei mir? Morgen kommen, also nachher besser gesagt, es ist ja schon wieder morgen für mich, aber diesmal nicht ganz so spät. Es ist erst 1 Uhr. Ich hab's endlich mal pünktlich geschafft aufzunehmen. Der war hier irgendwo, der euren Kopf. Nachher kommen meine neuen Kopfhörer an, dann kann ich die hier zurückschicken. Ich hatte jetzt einfach nur Glück, dass die hier jetzt gestern durchgehalten haben. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Diese Trackback-Hell hier immer, dass ich keine Karte habe. Ein bisschen oder kann ich schon machen. Briefumschlag, Zahlenschloss. Ah, kriege ich das Zahlenschloss her? Eine Aktentasche. Was ist das? Ein Fass, okay. Ich klicke hier wieder wahllos Dinge an. Das ist vielleicht nicht gut, das soll ich lassen. Zigarre, hä? Die war doch hier irgendwo, oder nicht? Zigarre und Brosche. Und ich glaube, irgendwo ist auch schon wieder unser Kacktunnel gesperrt, denn so viele LKW fahren eigentlich nicht durch die Innenstadt bei Nacht. Also, es ist sehr selten, dass hier so viele durchfahren. Das ist immer nur, wenn der Tunnel hier gesperrt ist, der die zwei großen Autobahnen miteinander verbindet. Aber der Tunnel ist ja dauernd gesperrt hier. Also besonders jetzt ist ja noch Ferienzeit offiziell in Baden-Württemberg. Ja, das ist das Bundesland, aus dem ich stamme. Wir haben noch Ferien. Und zwar, ich bin der Meinung, heute ist der... Ich habe keine Ahnung, wie vielte. Es ist die letzte Augustwoche. Es ist der letzte Mittwoch im August. Besser gesagt, jetzt ist der letzte Donnerstag im August. Und Kaninchenfeuerzeugfächer. Und wir haben, glaube ich, noch 1 oder 2 Wochen Ferien. Ich glaube, wir haben noch 1 Woche. Also nächste Woche haben wir auf jeden Fall noch Ferien. Feuerzeug. Und dann müsste die Schule auch wieder beginnen. Also Baden-Württemberg und Bayern sind ja die zwei Bundesländer, die sowieso als letztes Ferien haben. Deshalb, an anderen Bundesländern geht es, glaube ich, schon wieder los. Da ist, glaube ich, schon wieder Schule. Kreis, Quadrat, Kreis mit Punkt, Strich, Raute. Die hab ich doch. Drück da drauf. Kreis, Quadrat, das hier, das da und das da. Oder fehlen die anderen drei Symbole noch? Ist das auf dem restlichen Zettel, den ich da hab? Es sind da die restlichen Symbole. Ich habe jetzt das Zahlenschloss. Wieso habe ich eigentlich keine fucking Karte? Jetzt muss ich wieder ganz zurücklaufen, um dieses Zahlenschloss einzusetzen. Lalalala. Hier durch, ne? Und nach oben. Und hier lang. Und dort hinein. Und da lang. Und nochmal wimmeln. Violinbogen, Spitzhacke und Teekanne. Die Spitzhacke ist ja offensichtlich auf dem Bett, wenigstens. Den Rest werde ich niemals finden, so wie sonst auch. Apfelanker und Schuh. Ich habe hier Socken. Violinbogen und Teekanne. Da fällt mir gerade ein, wo wir es vom Thema Schule hatten. Seid ihr denn noch in der Schule oder seid ihr schon längst fertig? Wie lange ist Schule denn schon bei euch her? Also bei mir ist es weit über 10 Jahre her jetzt. Ich werde demnächst 29, also 2 Fiolen und ein Fernglas. Also Schule ist bei mir echt 12 Jahre her. Und ich hab's echt gehasst. Ich war so froh, dass ich aus der Sch also als ich aus der Schule draußen war. Wo ist dieser Fuckbogen? Da, da? Ja. Eine Ampulle. Krone, Libelle, Elefant. Also ich war sehr froh, dass ich aus der Schule draußen war und endlich meine Ausbildung beginnen konnte. Ich habe nur Realschulabschluss, ich habe nie studiert, das war aber auch irgendwie nie mein Ziel, sonst hätte ich mich wahrscheinlich durchs Gymnasium wirklich durchgequält, aber das wollte ich immer nie.
Was ist das hier? Ach, das ist der Elefant, der umgekippt. Hab ich für sonst was gehalten? Pullefernglas, Anker, Teekanne. Und ich fand die Ferien auch immer viel zu kurz. Ich fand meine Mitschüler zum Großteil doof. Ich habe, glaube ich, auch nur noch zu einem Kontakt mehr oder weniger. Also sehr, sehr sporadisch schreiben wir mal miteinander. Ampulle, Anker. Da ist der Kackanker. Jetzt brauche ich nur die Ampulle. Und der andere, dessen Ehefrau, oh mein Gott, Ehefrau, ja. Die arbeitet bei mir im Geschäft oder hat gearbeitet und die sind seit 2 oder 3 Jahren verheiratet und haben ihr erstes Kind schon und es ist so surreal und so weit weg von mir, dass ich das kaum glauben kann, dass wir schon so alt sind. Oh, ich weiß die Kombination einfach so, okay. Kennt ihr das auch? Habt ihr auch so Flashback-Gefühle manchmal, dass ihr, wenn ihr alt, also Leuten von früher begegnet, ich muss den oberen, muss ich irgendwie aufkriegen, ne? Ist das jetzt nicht alles offen? Doch. Also Leuten, wenn ihr mal Leuten von früher begegnet, dass ihr da auch so Flashbacks habt, so von wegen, boah, es ist schon lange her, dass ich in der Schule war. So, und jetzt sind wir hier. Die Spinnenpuppe wird mich daran hindern, rechtzeitig die Seelen der Kinder zu retten. Wird mich daran hindern? Wird mich nicht daran hindern, bitte. Kann ich die nicht einfach mit meinem Brecheisen verprügeln? Doch, kann ich. Ich liebe mein Brecheisen. Laut dem Buch muss der Kristall hier platziert werden, um die Seelen zu befreien. Schnell. Ja, ich hab den Kackkristall noch nicht, wie immer. Sie scheint bewusstlos zu sein. Ich muss das Gerät in den Rückwärtsgang schalten, bevor sie aufwacht. Seit wann haben solche Apparaturen einen Rückwärtsgang? Vor allen Dingen, wo sollen da sein? Hier? Ich hab den Kackkristall noch nicht. Ich muss erst den Scheißkristall holen. Sekunde. Wir sind erstmal wieder in der Trackback. Also wir nähern uns aber, glaube ich, schon hier dem Ende vom Game. Zum Glück. Aber ich sollte langsam gehen, nicht, dass ich das Game überfordere. Nein, mir fehlt immer noch die letzte Scheißkarre. Wozu habe ich meine Spitzhacke? Mein Brecheisen ist weg. Nein! Mein Brecheisen ist weg. Mein geliebtes Brecheisen ist von dannen gegangen. Was mache ich jetzt mit dieser Spitzhacke? Wen randaliere ich jetzt auf? Mir fehlt ja noch irgendwie was, um die. Also der Zettel und die Kombination für die Eule hier zu kriegen. Wo muss ich hier denn hinklicken? Ah ja, hier, aber der Kristall muss da rein, das ist schön, aber ich habe da noch mal eine Spitzhacke und ich habe den Kristall nicht und mir fehlt noch irgendwie Krempel. Warte, hier? Nee. Nee. Wofür brauche ich meine Spitzhacke? Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich gehe nochmal hier rein. War hier vielleicht noch irgendwas? Der Tresor, da darf ich nicht ran. Da darf ich nicht hin. Hier ist auch nichts mehr. Wofür brauche ich die Spitzhacke noch gleich? Ist hier noch... Warte, ist hier irgendwas? Nee. Oh nein, ich weiß schon wieder nicht weiter. Wisst ihr weiter? Könnt ihr mir nicht sagen, was ich hier jetzt machen soll? Wozu habe ich die Spitzhacke? Ich muss doch irgendwas aufhacken können noch. Und ich weiß nicht mehr was. Ich habe erst gestern aufgenommen. Ich hab schon wieder alles vergessen. War hier unten noch irgendwas? Man muss sich ja auch so viel Scheiße merken. In dem Game, was hier wo ist und... Boah. Wie viel gehen wir hier lang? Ist hier noch irgendwas? Ich dachte, es geht mit der Eule noch. Also, kann ich die Eule mit der Spitzhacke? Nee, natürlich nicht. Okay, gut zu wissen, dass ich da nicht mehr hin muss.
Da muss ich auch nicht hin. Ich muss den letzten Teil der Seite irgendwie finden. Naja, das hatten wir auch schon alles. Muss ich mit der Spitzhacke hier irgendwas aufschlagen? Ich weiß die Kombination doch. Ansonsten rate ich sie mir vollends zurecht. Muss ich aus dem Stein irgendwas rausschlagen noch? Ich gehe noch mal ganz zurück. Ganz zurück. Hier war nichts mehr. Nee, also da kann ich auch nichts machen. Das ist nur die Anleitung. Muss ich hier irgendwie was rausschlagen? Oh shit, ich wünschte, ich hätte sowas wie einen Tipp, wo ich hin muss, aber ich hab keinen. Ich kann nichts machen. Ich muss selber drauf kommen, was ich tun muss mit der Spitzhacke. Ich kann mit der Spitzhacke hier wohl kaum die Maschine in den Rückwärtsgang schalten. Oder doch, hä? Ist aber, hä? Oh, liebes Gem, was muss ich denn jetzt machen? Hilfe. Kann ich da hinten die Kiste aufmachen? Ja, muss da platziert werden. Das ist. Hilfe. Ich laufe jetzt schon seit 5 Minuten rum und weiß nicht, was ich machen soll. Ist hier irgendwas? Habe ich hier was übersehen? Habe ich hier was übersehen? Ich habe hier was übersehen. Es tut mir leid. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ich habe es einfach nicht erkannt. Ich dachte, wie immer, es gehört einfach zur Optik dazu. Muss ich hier nochmal lang? Oh, Trackback Hell. Hätten sie echt einfach eine Karte einbauen können, damit man nicht jedes Mal hier komplett zurücklaufen muss. Das ist wie bei den ganz alten Dark Parables. Da musste man sich auch merken, wo hier was war. Das war so furchtbar jedes Mal. Das plus das gleich Boom. Ja, und das war schon richtig hier. Reicht das jetzt aus für mich, um die Eule bedienen zu dürfen? Oh, den Rest habe ich mir jetzt nicht gemerkt, warte. Da waren ja noch mehr Symbole, ne? Nur noch das hier unten? Nur noch der Stern? Der Rest nicht? Okay, dann hätte ich das doch gleich gewusst. Okay, gib mir die letzte Karre. Oh, jetzt bin ich hier. Wenigstens irgendwas, damit ich nicht komplett zurücklaufen muss. Okay, gib mir das hier. Mach das da drin. Dafür habe ich meine gute Spitzhacke. Schlage einen Teil von Kristall ab und gehe wieder zurück. Wieder hier hinauf und wieder geradeaus und wieder in den Turm hinauf. Oh. Ich meine, es ist ja echt schön, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, vor allen Dingen auch mit der Story und so viele Schauplätze haben, aber eine Karte, einfach nur eine Karte. Okay, hier wird alles unter Strom gesetzt.
Hey, Happy End. Felicia ist jetzt aber sehr schnell ganz schön alt geworden. Hat sie jetzt ihre Jugend auch praktisch an den Kristall transferiert und er hat die Seelen den Kindern zurückgegeben, inklusive der Kraft von Felicia? Sie ist aber nicht tot, also sie lebt ja noch. Wie viele Jahre liegen bitte zwischen dem ersten und dem zweiten Teil? So ganz gamemäßig inoffiziell oder offiziell. Weil der erste Puppet Show Teil und der jetzige, die sind aus dem gleichen Jahr, die sind beide von 2009, soweit ich weiß. Ja, also Felicia lebt scheinbar noch. Sie hat aber ihre Jugend eingebüßt. Und das bisschen Aussehen, das sie noch hatte praktisch. Wir haben jetzt die Kinder gerettet, aber wir haben ja noch, boah, ich weiß gar nicht, wie viele weitere Teile wir noch davon haben. Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, noch drei weitere Teile von Puppet Show und dann habe ich, also dann gibt es noch weitere Teile, die ich noch nicht gekauft habe. Ja, das war also Puppet Show, die Seelen der Unschuldigen. Und ich hätte gestern einfach fertig zu Ende aufnehmen müssen, denn das ist jetzt echt nur noch 20 Minuten für die letzte Folge, nicht mal ganz. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Game gefallen und ihr bleibt dran bei der Puppet Show-Reihe. Ich mache jetzt gleich weiter mit, ich glaube, Grim Facade. Ja, dem nächsten Grim Facade-Teil. Oder einem anderen Game. Ich weiß auch noch nicht, wann das herauskommt, muss ich sagen. Ich bin ja gerade noch in der Vorproduktion. Ich muss mal noch was für Halloween aussuchen, wahrscheinlich. Ehrlich, werde ich mal schauen, ob ich Bendy and the Ink Machine, das erste Chapter, wie das so wird. Aber ich muss mir das erstmal ansehen, ob ich das überhaupt aufnehmen kann. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Besser gesagt, bis zum nächsten Game. Bis dahin, eure Serenity.